Im Frühjahr 2006 brachte eine archäologische Entdeckung alle bisherigen Theorien über die alten Kulturen Perus ins Wanken. Tief unten, in einer etwa 1700 Jahre alten Grabkammer, fand man ein unversehrtes Grabbündel, das die Mumie einer adligen Person enthielt. Die Grabbeigaben deuteten auf einen Herrscher der Moche-Kultur hin. Ähnliche hatte man einige Jahre zuvor in den Königsgräbern von Sipan gefunden. Doch die Mumie wies eine ganz außergewöhnliche Besonderheit auf. Es handelte sich nicht um einen Mann, sondern um eine Frau. Bald wurde sie die Herrin von Khau genannt, da sie in der Pyramide Khau Viejo entdeckt worden war. Ihr Fund revolutionierte das Wissen der internationalen archäologischen Gemeinschaft über die Kulturen des präkolumbianischen Perus. Zum ersten Mal hatte man die Mumie einer Herrscherin gefunden. Ein absolutes Novum. Niemand hatte es für möglich gehalten, dass in diesen uralten Völkern eine Frau hohe Posten bekleiden, geschweige denn Macht und Einfluss ausüben könnte. Die Entdeckung der Herrin von Khau war für die Peruaner bei den Nachforschungen über die Ursprünge ihres Kulturerbes von großer Bedeutung. Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Entdeckung: die ganze Welt konnte sehen, dass Menschen an unterschiedlichen Orten unterschiedlich handeln und dass im antiken Peru die Frau in Politik, Kultur und Religion eine wesentliche Rolle spielte. Das ist die Geschichte eines Volkes, das vor 2000 Jahren an der Nordküste Perus lebte und die seiner rätselhaften Königin, der Herrscherin von Khau. Eine hochentwickelte Zivilisation, über die wir noch heute staunen. Die Moche oder Mochica. Ein mächtiges Volk, das nur seine Götter fürchtete, denen es die Heimsuchungen durch das Wetterphänomen El Niño zuschrieb und deren Zorn es durch Menschenopfer zu besänftigen suchte. Eine Gesellschaft, die es zuließ, dass ihre Frauen regierten. Zugleich ist dies die Geschichte einer großen archäologischen Entdeckung, des Grabs der Herrscherin von Khau. Der erste und bis heute einzige Fund eines weiblichen Herrschers dieser antiken Kultur. Zwischen den Anden und dem Pazifik gelegene Küstenregion Perus ist ein 2500 Kilometer langer und 200 Kilometer breiter Wüstenstreifen. Die Verlängerung der Atacama-Wüste in Chile, die als die trockenste unseres Planeten gilt. Der von der Antarktis kommende Humboldt-Strom führt kalte Wassermassen mit sich, die die Verdunstung verringern und die Bildung großer Regenwolken verhindern. Die kalte, sehr planktonreiche Strömung macht diese Seeregion zu einem der wichtigsten Fischfanggebiete der Erde. Die Einöde der Wüste wird durch fruchtbare Täler unterbrochen, die von zahlreichen in den Anden entspringenden Flüssen bewässert werden und seltsame Ökosysteme bilden, wie die Trockenwälder, die hauptsächlich aus Johannisbrotbäumen bestehen. Ihr außerordentlich hartes Holz nutzten die Mochica schon vor 2000 Jahren. Diese Wälder sind regelrechte Oasen, in denen vor allem endemische Tierarten wie der Brillenbär zu finden sind. An der Nordküste Perus haben die antiken Zivilisationen zahlreiche archäologische Spuren hinterlassen. So auch die Moche-Kultur, die sich hier zwischen dem 1. und 7. Jahrhundert nach Christus entwickelte, lange Zeit vor den Inkas. Heiligtümer und Tempel zeugen von ihrem hohen technologischen Wissen und Können.
Sie sehen aus wie kleine Anhöhen oder Hügel. Aber in Wirklichkeit handelt es sich um Pyramiden, die aus Millionen von Lehmziegeln errichtet wurden. Im Laufe der Zeit hat El Niño das aus ihnen gemacht. Sintflutartige Regenfälle haben die Oberfläche durchlöchert. Aber im Innern sind noch die Ziegel zu sehen, mit denen diese riesigen Bauwerke errichtet wurden. Auf einer etwa 100 Hektar großen geologischen Plattform liegt im Chicama-Tal, 60 Kilometer nordwestlich der Stadt Trujillo, der archäologische Komplex El Brujo. Die im Süden gelegene Pyramide Huaca Prieta ist 5000 Jahre alt. Die anderen beiden Pyramiden, Huaca Cortada und Huaca de Cao Viejo, sind jünger. Sie entstanden unter den Mochica. Die Plattform besitzt eine hohe Drainagefähigkeit und ist vor Überflutungen durch El Niño oder Tsunamis dadurch geschützt, dass sie 6 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Huaca Cortada ist offiziell noch nicht ausgegraben worden, obwohl sie deutliche Spuren von Plünderungsversuchen aufweist, die Grabräuber vor über 100 Jahren hinterließen. Diesem Einschnitt verdankt die Pyramide ihren Namen. Einige Entdeckungen in der Huaca de Cao Viejo sind indes so überraschend, dass diese Pyramide für die Erforschung der Moche-Kultur unverzichtbar geworden ist. So könnte die Pyramide Cao Viejo ursprünglich ausgesehen haben. In einer Probeuntersuchung, die auf halber Höhe der Pyramide durchgeführt wurde, entdeckte der Archäologe Regulo Franco einige bemalte Lehmziegel. Die anschließenden Ausgrabungen legten eine Mauer mit Fresken frei, auf denen Fische inmitten von diagonal verlaufenden Streifenmustern dargestellt sind. Nach der Sicherung der Mauern konnte ein reich verzierter Raum freigelegt werden. Auf den Wandmalereien ist die immer wiederkehrende Dualität der Moche-Welt dargestellt. Im Süßwasser lebenden Schmerlenwälze und im Salzwasser lebenden Riesenmantas. Auf dem Boden fand man zur Hälfte eingegrabene Keramikgefäße, die sich als die Markierungen von 5 Gräbern erwiesen. Unter einem Gefäß, das eine Eule darstellte, befand sich das Hauptgrab. Bald darauf konnte Regulo Franco bis auf den Grund des Grabes vordringen und ein unversehrtes, etwa 100 Kilogramm schweres Grabbündel bergen. Diese Bilder sind von nicht sehr guter Qualität. Sie wurden mit einer Amateurkamera aufgenommen. Aber sie sind das einzige erhaltene Filmdokument über diese Entdeckung und die anschließende Öffnung des Grabbündels im Labor. Unter dem Schutzgeleit eines Schamanen wurde das Bündel, wie es die Tradition vorschreibt, in das Labor der Grabungsstätte gebracht. Niemand ahnte damals, dass es sich hier um eine der wichtigsten Entdeckungen der peruanischen Archäologie handeln sollte, um die sterblichen Überreste der Herrscherin von Cao. Das Grabbündel war erstaunlich gut erhalten. Dank der besonderen Eigenschaften der geologischen Plattform von El Brujo und der Lage des Grabmals im mittleren Teil der Pyramide war kein Wasser eingedrungen. Die schematische Zeichnung eines aufgestickten Gesichts gab die Position des Leichnams im Grabbündel an. Es sieht aus wie eine Mondlandschaft. All diese Krater wurden von Plünderern und Grabräubern gegraben. Bis in die 90er Jahre, als von offizieller Stelle dagegen eingeschritten wurde, war diese archäologische Stätte einer hemmungslosen Plünderung ausgesetzt. Das Plündern archäologischer Schätze ist eine heimliche, an der Nordküste Perus weit verbreitete Praxis. Der archäologische Komplex El Brujo wurde über Jahrzehnte ausgeplündert. Als wir mit Dr. Guillermo Wiese de Osma 1990 hierher kamen, begegneten wir ganzen Gruppen von Räubern, die Gräber plünderten.
Später in Gesprächen mit uns gaben sie an, dass sie an einer dieser Fundstätten Reliefs der Mochica entdeckt hätten, wie sie noch nie gesehen hatten. Die Reliefs, die wir 1990 fanden, sind dieselben, die wir heute im Moche-Tempel sehen. Dank der Entschlossenheit und Beharrlichkeit von Dr. Guillermo Wiese de Osma, den seine Freunde Pancho nannten, konnte diese archäologische Stätte vor der völligen Ausplünderung bewahrt werden. Die Stiftung Wiese ermöglichte die wichtigen Entdeckungen, die hier in den letzten Jahren gemacht wurden. Pancho war überzeugt davon, dass wir in der Tempelanlage von Cao auf jeden Fall eine wichtige Persönlichkeit finden würden. Immer wenn wir ihm sagten, dass dies mehr mit Wunschdenken als mit der Wirklichkeit zu tun habe, erwiderte er, dass wir uns an seine Worte erinnern sollten, wenn dort eines Tages wirklich eine für die gesamte peruanische Archäologie bedeutsame Persönlichkeit gefunden würde. Und so geschah es dann auch. Leider hat er es nicht mehr erlebt. Die Darstellung der Todgeweihten, die zur Opferstätte geführt werden, auf den Wandmalereien im Zeremonienhof von Cao Viejo, ist ein fernes Echo der Sühnezeremonien, die einst in diesem heiligen Gebäude abgehalten wurden. Im Labor der Grabungsstätte arbeiten die Präparatoren weiter an der Untersuchung des Grabbündels, das aus einem mehr als 1700 Jahre alten Moche-Grab geborgen wurde. Sorgsam entfernen sie jede einzelne Baumwolllage, die die sterblichen Überreste umhüllen. Sie ahnen nicht, dass sie einem historischen Augenblick der peruanischen Archäologie auf der Spur sind. Die ersten Röntgenaufnahmen bringen etwas bis dahin Undenkbares an den Tag. Sie identifizieren eindeutig den Gold- und Silberschmuck, den das Bündel enthält. Zweifellos hat man es mit einem Herrscher der Mochica zu tun. Aber dann macht der Wissenschaftler John Verano, Doktor in physischer Anthropologie von der Universität Tulane, eine wirklich erstaunliche Mitteilung. Bei der Mumie handelt es sich um eine Frau. Und so beginnt die Herrscherin von Cao, die Geschichte ihres Volkes zu erzählen. 1700 Jahre nach ihrem Tod. Nach und nach kommen die Schmuckstücke aus dem Inneren des Grabbündels zum Vorschein. Die Arbeit erfordert große Sorgfalt und schreitet langsam voran. Dieses Grabbündel ist das einzige Exemplar aus der Moche-Kultur, bei dem Haut, Organe, Textilien, Kleider und Metalle ohne eine Spur von Verwitterung erhalten sind. Alle anderen an der peruanischen Küste gefundenen Moche-Gräber waren dem Wasser und den Verheerungen des El Niño-Phänomens ausgesetzt gewesen, weshalb sie nur stark verwitterte Gebeine und Metalle enthielten. El Niño hatte tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben der Völker. Sie glaubten, dass dieses Wetterphänomen von den Launen ihrer Götter abhinge. Die Schwankungen des Luftdrucks im tropischen Pazifikraum bei Australien bewirken, dass die Winde ihre Richtung ändern und von West nach Ost wehen. Die Meerestemperatur steigt um 3 bis 7 Grad an, eine ungewöhnlich hohe Verdunstung setzt ein und sintflutartige Niederschläge sind die Folge. Der Bevölkerung des antiken Perus waren die jährlich wiederkehrenden El Niño-Ereignisse sehr gegenwärtig. Vor allem deren unregelmäßiger und völlig chaotischer Verlauf. In manchen Jahren kann El Niño ganz normal sein, das heißt mit minimalen Veränderungen, die mit der Meerestemperatur zusammenhängen. Und in anderen Jahren tritt das Phänomen äußerst heftig auf. Zu einem großen Teil bestand die Tätigkeit der Priester, der Medizinmänner, der Hexen darin, das Wetter vorherzusagen, sowohl für den Ackerbau als auch für das gewöhnliche alltägliche Leben, einschließlich des Fischfangs. Die Vorhersage fußte auf der Beobachtung der Veränderungen zur See und auf dem Land. Zur See ging es darum zu beobachten, welche Muschelarten auftauchten, welche verschwanden. Das geschah jedes Jahr zwischen Mai und Juni. Die Fischer beobachteten, ob eine bestimmte Fischart auftauchte, ob eine bestimmte Muschelart verschwand, ob bestimmte Anzeichen am Strand sichtbar wurden, und diese Beobachtungen wurden dann weitergegeben. Eso es observado y transmitido. El Niño brachte das Leben.
Das Wasser, das die Ernten ertragreicher machte. Aber bisweilen brachte es auch das Verderben, den Untergang und den Tod. Dank der Wettervorhersagen der Priester und dem Bau von Bewässerungskanälen gelang es den Mochica, die Wüste in fruchtbares Ackerland zu verwandeln. Sie kultivierten Mais und erreichten Erträge, die doppelt so groß waren wie die heutigen. Heute weiß man, dass der Mais der Mochica das Resultat von Züchtungsversuchen mit Wildmais war. Das Gedeihen der Saat stand in einem direkten Zusammenhang mit der kosmischen Beziehung, die sie zu ihren Göttern unterhielten. Die Erde besaß einen heiligen Charakter. Priester, Schamanen und Herrscher verfolgten aufmerksam das Wachstum der Pflanzen. Das Ergebnis der Ernten hing davon ab, wie zufrieden oder unzufrieden die Götter über die ihnen dargebrachten Gaben und Menschenopfer waren. Die Mochica verstanden es, den Ackerboden zu erneuern. Sie lockerten und belüfteten das Erdreich mit Hacken und düngten es mit Guano. Guano, auch Seevogelkot, ist dank seiner hohen Konzentration von Stickstoff und Phosphaten ein sehr wirksames Düngemittel. Aber er ist nicht leicht zu beschaffen. Die größten Guano-Ablagerungen befanden sich auf Inseln, von denen manche viele Seemeilen entfernt lagen, mit schroffen Steilküsten, was das Anlegen der Schilfflosse sehr erschwerte. Heute sind sie an der Küste fast verschwunden. Aber zur Zeit der Mocho-Kultur fanden sich auf Felskuppen und Vorsprüngen zahlreiche solcher Guano-Ablagerungen. Doch nicht nur der Zugang war schwierig. Wenn El Niño die Felsen abspülte, war jahrelang kein Guano verfügbar. Im archäologischen Komplex El Brujo entdeckte man zwei sogenannte Zeremonienschächte, die spiralförmig in die Erde führen. Vermutlich dienten sie dazu, den Grundwasserspiegel zu messen und El Niño-Ereignisse vorherzusagen. Möglicherweise wurden hier auch schamanische Reinigungs- und Heilungszeremonien abgehalten. Der Priester verwendete Coca-Blätter, um die Diagnose zu stellen, und Wasser, um den Geist des Kranken zu reinigen. Der Erfolg der Priester in Peru hing großenteils von ihrer Fähigkeit ab, die El Niño-Ereignisse vorherzusagen. Und darin kannten sich diese Leute aus. Bestätigt wurde dies durch den Fund eines Herrschergrabs in der Südwand der Pyramide von Kau. Offenbar war es unversehrt. Seine beachtliche Größe ließ darauf schließen, dass es sich um eine sehr wichtige Persönlichkeit handelte. Doch dann wurden die Archäologen tief enttäuscht. Als sie die Balken entfernten, die Kammer versiegelten, mussten sie feststellen, dass das Grab leer war. Aber es war nicht geplündert worden. Die Mochica selbst hatten angesichts eines drohenden El Niño-Ereignisses das Grabbündel geborgen und es an einen bis heute unbekannten Ort gebracht. Die Pyramiden der Mochica waren so wie die der Maya und im Gegensatz zu denen Ägyptens keine Mausoleen. Nach einer bestimmten Zeit wurde das Gebäude quasi feierlich begraben und über dem alten ein neuer Tempel errichtet. Gegenstände wie diese wurden bei den Begräbnisfeiern als Opfergaben beigefügt. Die Kau-Pyramide besteht aus 4 Gebäuden. Über 5 Jahrhunderte dauerte ihr Bau. Im Labor des archäologischen Komplexes El Brujo wird die Mumie weiter erforscht. Unter der Anleitung der Archäologin Arabel Fernandez, einer Expertin für antike Textilien, entfernen die Techniker nach und nach die Tücher des Grabbündels. Stoffbahnen von insgesamt 250 Meter Länge, mehr als 158 Quadratmeter Baumwolltuch. Die Mumie, die auf einem Lager aus Schilfrohr ruht, ist fast enthüllt. Zwischen den ersten der bis dahin registrierten Schichten fanden sich Gewänder, die mit Zeichnungen von Schmerlenwälzen und Meereswogen bestickt waren.
Baumwolle war die wichtigste, nicht für die Ernährung bestimmte Kulturpflanze der Mochica. Ihre einzigartige Vielfalt an natürlichen Farben, weiß, braun, rotbraun und violett, hat bis heute in Peru überlebt. Die Weberinnen nutzten verschiedene Techniken, die auf dem Hüftwebstuhl beruhten. Damit stellten sie einfach oder doppelt gewebte Stoffe, glatte und gemusterte Textilien her. Die letzte Baumwollschicht. Ein goldener Teller bedeckt das Gesicht der Mumie. Ihre Grabbeigaben, Schmuckgegenstände aus Gold, Silber und Türkis, zeugen von der Kunstfertigkeit der Moche-Kultur. Das Haar der Mumie, zu zwei Zöpfen geflochten, verleiht ihr einen sanften weiblichen Ausdruck. Ein harter Kontrast, der ausgerenkte Unterkiefer. In den letzten Jahren haben wir neue Erkenntnisse über die Mochica gewonnen. Diese Mumie hat sehr dazu beigetragen, denn bisher gab es keine Mumien aus dieser Kultur. Diese hier ist die erste, die wir in ihrem Kontext kennenlernen, in Zusammenhang mit dem Drama ihres Todes, den Einzelheiten ihres Gesundheitszustandes, ihres Heranwachsens. Die Kombination von biologischen und kulturellen Daten, die dieser wichtige Fund liefert, öffnet uns ein riesiges Fenster in die Vergangenheit der Mochica. Die Präparierung des Leichnams fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Herrscher der Mochica galten als Halbgötter. Niemand durfte sie direkt ansehen. Deshalb vermutet man, dass Priesterinnen damit betraut waren, die Verstorbene für ihre Reise in die Ewigkeit vorzubereiten. Im vorliegenden Fall weist alles darauf hin, dass wir es mit einer natürlichen Mumie zu tun haben. Es gibt keine Anzeichen für eine Einbalsamierung. Man hat nur die inneren Organe entfernt, um den Leichnam zu konservieren. Es gab auch keine Behandlung zum Schutz der Haut, um sie in Leder zu verwandeln, was eine bessere Konservierung ermöglicht hätte. Die Konservierung wurde vermutlich nur durch die Verwendung von Kräutern unterstützt, um die Aktivität der Insekten zu unterbinden, was offenbar gelungen ist. Die Verwendung von Zinnober diente eher der Einfärbung der Haut, die in Verbindung mit religiösen Ritualen zu sehen ist. Uns ist nichts darüber bekannt, dass dieses Mineral zur Konservierung von Leichnamen gedient hätte. Zinnober oder Quecksilbersulfid wurde von den Mochica bei bestimmten Ritualen verwendet. Möglicherweise schrieben sie dem Mineral magische Eigenschaften zu. Seine leuchtend rote Farbe wurde mit Blut, dem Saft des Lebens, in Verbindung gebracht. Der Leichnam der Herrscherin wurde mit Meerwasser eingerieben und mit Zinnober bestrichen, um ihn vor Insekten zu schützen. Denn das anschließende Einwickeln in Baumwollstoff dauerte mehrere Tage. Die Priesterinnen, die den Leichnam vorbereiteten, unterschrieben damit ihr Todesurteil. Zinnober ist ein tödliches Gift. Die Aufnahme des Quecksilbers über die Haut und das Einatmen der Dämpfe verursachen irreparable gesundheitliche Schäden. Möglicherweise opferten sie sich freiwillig, um ihre Königin zu ehren. Nach der Salbung des Körpers bedeckten sie das Gesicht der Herrscherin mit einem goldenen Teller und mit einem weiteren ihr Herz. Die tätowierte Herrscherin verbarg für immer ihr Antlitz. Der leuchtend rote Zinnober und das schimmernde Gold dienten als Insignien ihrer hohen Abstammung im Jenseits. Bis heute ist nicht sicher, ob die in den anderen Gräbern Bestatteten anlässlich des Todes der Herrscherin geopfert wurden. Möglicherweise handelte es sich hier um Zweitbestattungen. Das heißt, die Toten wurden aus ihren ursprünglichen Gräbern geborgen und dann an der Seite der Fürstin von Kau erneut beigesetzt. Die Mochica exhumierten die Leichname ihrer Verstorbenen unter bestimmten Umständen, etwa vor einem drohenden El Niño, eine bislang kaum erforschte Praxis.
Die fünf Gräber wurden alle zur selben Zeit ausgehoben. Das kleinste enthielt einen geopferten jungen Mann. Die drei Gräber am Fuße der verzierten Mauer enthielten zwei erdrosselte Personen, ein Priester und einen Fischer. Das bedeutendste Grab war das mittlere. In ihm fand man einen Priester mit einem Menschenopfer, einem jungen Mädchen, das im Moment der Versiegelung des Grabs stranguliert worden war. Zu den Grabbeigaben der Herrscherin gehörte eine mit Federn und vergoldeten Metallplättchen besetzte Lederweste neben einer vergoldeten Maske aus Kupfer, deren Augen mit Muscheln und Perlmutt geschmückt sind. Der Glaube an ein Leben nach dem Tod war für die Mochica von zentraler Bedeutung. Ihre komplexen Bestattungsriten zeugen in bemerkenswerter Weise von ihrer Vision des Kosmos. Auf ihre Reise ins Jenseits nahmen sie alles mit, was sie besaßen. Manchmal sogar die vertrautesten Personen aus ihrem Gefolge, wie im Falle des Herrschers von Sipan. Niemand erbte materielle Güter. Die Bestattung der Herrscherin von Kau könnte so stattgefunden haben. Eine Göttin war verstorben und das Bestattungsritual hatte besonders streng der Totenliturgie zu folgen. Erst dann konnte die Reise in die Unterwelt ohne Hindernisse verlaufen. Vermutlich hatten die Kinder oder Jugendlichen, die wie in anderen antiken Kulturen anlässlich des Todes eines hohen Würdenträgers geopfert wurden, die Aufgabe, den Geist des Verstorbenen bis in die Heimstätte der Götter zu führen. Sie waren noch rein und konnten leicht den Weg ins jenseitige Leben finden. Im Grabmal der Herrscherin von Kau fanden sich die Gebeine eines jungen Mädchens. Sie trug noch den Strick um den Hals, mit dem sie stranguliert worden war. Unter den Grabbeigaben zog besonders eine Keramik die Aufmerksamkeit der Archäologen auf sich. Diese Moche 1 Keramik aus weißer Tonerde wurde im Grab der Herrscherin von Kao entdeckt. Sie stellt die Tätigkeit des Heilens dar. Die Heilerin in einem weiten Umhang hält ihre Hand auf den Nabel eines kleinen Mädchens, das von seiner Mutter gehalten wird. Unserer Ansicht nach stellt diese Keramik das Leben der Herrscherin von Kao in ihrer Kindheit dar. Die Mochica kannten noch keine Schrift. Aber sie hielten ihre Lebensweise und religiösen Vorstellungen in Töpfergegenständen und den darauf gemalten Bildern fest. Die Kunsthandwerker stellten Menschen, Gottheiten, Tiere und Pflanzen dar, zeigten Szenen aus dem Alltagsleben bis hin zum Hofzeremoniell. Ihre Keramiken, auch Huacos genannt, erzählen die Geschichte der Mochica auf eine ganz eigene Art. Die Töpfer genossen großes Ansehen. Die gewaltige Zahl an gefundenen Gegenständen weist darauf hin, welche Bedeutung die Töpferwerkstätten damals besaßen. Der größte Teil ihrer Arbeiten war für Grabbeigaben bestimmt. Sie benutzten keine Töpferscheibe. Die Gegenstände für den alltäglichen Gebrauch wurden mit der Hand und mit Stockschlägen geformt. Eine unter der Bezeichnung Paleteo bekannte Technik. Die Ziergegenstände wurden mit Hilfe von Gussformen aus Lehm hergestellt. Die sogenannten Huacos Retrato oder Porträtkeramiken können in ihrer Perfektion und ihrem Realismus als klassische Meisterwerke gelten. Die Plastiken der Mochica verblüffen durch ihre Ausdruckskraft und Genauigkeit. Die unerschütterlichen, stolzen oder auch heiteren Gesichter mit ihren eindringlichen Blicken sind naturgetreue Porträts aus Ton, die jedem Vergleich mit den Skulpturen Europas, Afrikas oder Asiens standhalten. Die Keramik dieser uralten Zivilisation spiegelt eine streng hierarchische Gesellschaft wider. Ganz oben war die herrschende Klasse von Priestern, Soldaten und Adligen. Unter ihnen standen die Kunsthandwerker, darunter kamen die Fischer und Bauern und ganz am Schluss das gemeine Volk. Die Huacos beschreiben auch religiöse Zeremonien wie die Menschenopfer.
und veranschaulichen in allen Einzelheiten die rituellen Kämpfe. Auf den Wandbildern des zentralen Innenhofs der Huaca de la Luna, die als Sixtinische Kapelle der Moche-Kultur gilt, sehen wir Darstellungen dieser Kämpfe und der anschließenden kultischen Hinrichtungen der Verlierer. Die Kämpfe fanden an bestimmten Orten in der Wüste statt. Es handelte sich dabei nicht um Kämpfe zwischen größeren Gruppen, eher um Zweikämpfe. Die für den Kampf Auserwählten hatten die unterschiedlichen Parteien zu vertreten. Diejenigen, die den Kampf verloren, aber die Hiebe der tödlichen Schlagkeulen überlebt hatten, wurden entkleidet und zur Tempelanlage geführt. Die Sieger schmückten ihre Keulen mit den Waffen und Kleidern ihrer Gegner. In den heiligen Räumen der Kultstätte machten die Sieger dem Herrscher ihre Aufwartung und brachten ihm die Waffen ihrer Gegner. Die Besiegten wurden von den Priestern bewacht, bis sie auf dem höchsten Punkt der Pyramide geopfert wurden. Weitere Schmuckgegenstände, die die Herrscherin von Kao trug, werden geborgen. Darunter sind 42 goldene und silberne Nasengehänge, die die mystische Dualität der Moche-Kultur veranschaulichen. Zu den schönsten Objekten gehören meiner Ansicht nach die Nariguerdas, die Nasengehänge. Sie sind aus vielerlei Gründen interessant. Zunächst einmal haben nicht alle Gesellschaften des antiken Perus solche Nasengehänge benutzt. Aber die Mochica besaßen einige der prächtigsten und schönsten Exemplare. Und die aus der Sammlung der Herrscherin von Kao gehören zu den großartigsten. Alle sind in ihrer Umsetzung der Idee des Dualismus kleine Meisterwerke. Sowohl was ihre Symbolik anbelangt, als auch hinsichtlich der Verwendung verschiedener Arten von Metallen. Es handelt sich hier um wahre Schätze und um einen der spektakulärsten Teile dieser großen Entdeckung. Die Grabbeigaben der tätowierten Herrscherin offenbaren den hohen Grad an technologischer Entwicklung und Kunstfertigkeit, den die Mochica in der Bearbeitung von Edelmetallen erlangt hatten. Eine sorgfältige gerichtsmedizinische Untersuchung der Mumie lieferte wertvolle Informationen über ihr Leben und ihren Tod. Wir haben es mit einer Frau zu tun, die sehr jung starb. Sie war älter als 18 Jahre alt, aber nicht älter als 22 oder 23 Jahre. Und sie war von kleinem Wuchs, wie die meisten von uns Frauen aus den Anden. 1,45 Meter, 1,50 Meter. Man findet selten einen Leichnam, der Aufschluss über seine Todesursache gibt. In diesem Fall zeigen die Röntgenaufnahmen und die Analyse der Gebeine, dass sich das Becken aufgrund einer Schwangerschaft geweitet hatte. Das wurde auch anhand der Bauchdecke deutlich, die sich nach der für das Heranwachsen des Fötus notwendigen Dehnung mit dem Eintrocknen wieder zusammengezogen hat. Man kann auch erkennen, dass die Brüste groß und voll waren. All das zusammen führt zu der Annahme, dass diese junge Frau starb, kurz nachdem sie niedergekommen war. Neben dem Zeremonienhof verfügen alle Moche-Pyramiden über heilige Räume, Kapellen wie das Grabmal der Herrscherin von Kao. In einer Ecke gibt es immer eine kleine Kammer. Man nimmt an, dass der Herrscher hier vor dem Ritual seine Götterkleidung anlegte. Die östliche Wand des Gebäudes, das zwischen 300 und 400 nach Christus errichtet wurde, zieren Bareliefs mit Riesenmantas. Sie zeigen, wie wichtig das Meer für die Mochica war. Sie waren geschickte Fischer. Mit ihren kleinen Booten aus Totora-Schilf wagten sie sich bis zu den Fischwärmen aufs Meer hinaus. Sie benutzten Baumwollnetze, an denen sie kleine Kürbisse als Schwimmer und Steine als Gewichte befestigten.
Sie bauten auch große Flöße für längere Fahrten, auf denen sie die heilige Mulu, die pazifische Stachelauster, fischten. Diese Muschel, die sie Mulu nannten, sammelten sie und brachten sie heim, damit die Götter sie verzehren und behalten konnten. Die Muscheln der Art Spondylus princeps wurden gesammelt und in die Tempel zu den Priestern gebracht. Normalerweise in den Monaten Juni und Juli, damit die Priester sie in Augenschein nahmen und ermittelten, woher sie stammten und anhand dessen vorhersagen konnten, ob es in diesem Jahr eine Dürre geben oder ob es regnen werde. Sie spielten also eine große Rolle im Prozess der Wettervorhersage. Die Tempeldiener zerstampften die Muscheln, um daraus das heilige Pulver zu gewinnen, das als Opfergabe bei den Zeremonien verwendet wurde. Es diente den Göttern als Speise. Es war immer bei Bestattungen von hohen Würdenträgern oder Adligen präsent. Aus den Muscheln machten die Mochica auch Halsketten mit kleinen zylindrischen Perlen, Armbänder und die Brustschilde für die militärischen Führer. Deshalb existierte eine regelrechte Mulu-Route. Sie führte von der Nordküste Perus, wo das Zentrum dieser Entwicklung lag, im Süden bis nach Santiago de Chile und im Norden bis in die Region Esmeraldas, obwohl es dort reichlich Mulu-Muscheln gab. Von den Booten, mit denen nach Mulu-Muscheln gesucht wurde, sind viele Keramikdarstellungen erhalten. Ebenso von den kleinen Caballitos de Totora, den Totora-Pferdchen, jenen Schilfkanus, die Fischer der Nordküste Perus bis heute benutzen. In der damaligen Moche-Gesellschaft vor Hunderten von Jahren trugen nur Männer und Frauen von hohem gesellschaftlichem Rang Tätowierungen. Und diese Frau trug, wie noch zu erkennen ist, Tätowierungen mit Schlangen, Spinnen, dem Mondtier und geometrischen Figuren. Das bedeutet zweifellos, dass sie neben der politischen Macht, die sie in dieser Gesellschaft innehatte, auch übernatürliche Heilkräfte besaß. Auf dieser Keramik, die im Archäologischen Museum José Casinelli in Trujillo ausgestellt ist, sind die Tätowierungen auf den Armen eines Schamanen zu erkennen. Er heilt einen Kranken, indem er ihm die Hand auflegt. Die Tätowierungen sind identisch mit denen der Herren von Kau. Heiler genossen großes Ansehen und hatten eine hohe gesellschaftliche Stellung inne. Sie verwendeten zahlreiche medizinische Pflanzen, von denen einige aus dem Urwald stammten. Die Herrscherin von Kau nahm mit Sicherheit an bestimmten Heilungszeremonien teil. Ihr Erscheinen bewirkte vermutlich eine Mischung aus Furcht und Ehrfurcht, da sie als Halbgöttin betrachtet wurde. Wahrscheinlich trug sie bei den Ritualen ihre Kultgewänder, die ihr göttliches Wesen symbolisierten. Sie verkörperte Chicupa-Ek, den Gott des Meeres und des Mondes, den Gegenspieler von Ayapa-Ek, dem Gott der Erde und der Sonne. Diese Herrscherin war mit Sicherheit eine Wahrsagerin, die verkündete, was in der Zukunft geschehen werde. Aber zugleich muss sie eine Heilerin gewesen sein, denn jede Person, die über Zauberkräfte verfügt, kann auch heilen, ja sogar töten. Am Fuß der Tempelanlage von Kau finden auch heute noch schamanische Zeremonien statt, in denen der halluzinogene Saft des San Pedro-Kaktus getrunken wird. Die Heiler halten hier noch immer ihre sogenannten Tische ab. Der Name dieses archäologischen Komplexes, El Brujo, der Zauberer, hat seinen Ursprung in diesen esoterischen Praktiken. Die an der Pyramide Cau Viejo abgehaltenen Zeremonien dienen der Heilung. Bei denen, die an der Pyramide Huaca Cortada stattfinden, ist angeblich schwarze Magie im Spiel. Der mystische Dualismus der Moche-Kultur scheint also fortzubestehen.
Vor 1700 Jahren nahmen auch die Mochica schon den Saft des San Pedro-Kaktus zu sich, um die Unterwelt wahrnehmen zu können. Diejenigen, die geopfert werden sollten, wurden in unterirdischen Räumen vorbereitet. Die Geierfrauen, die in der Keramik dargestellt sind, sollten die dem Opfertod Geweihten besänftigen. In einer weihrauchgeschwängerten Atmosphäre nahmen die, die den rituellen Kampf verloren hatten, einen Trunk aus San Pedro-Kaktus zu sich. Bei Sonnenaufgang erklommen sie dann die Pyramide, um ihr Leben den Göttern zu opfern. Sechs Monate sind vergangen, seit das Grabbündel der Herren von Kau in das Labor gebracht wurde. Die Arbeit nähert sich dem Ende. Die Präparatoren entnehmen dem Bündel 23 zeremonielle Speerschleudern, die auf einer Schilfunterlage ruhten. Diese Waffen konnten ihre Projektile mehr als 70 Meter weit schleudern. Sie wurden bei der Jagd und im Kampf eingesetzt. Nach ihrer Reinigung sind sie wieder als Prachtstücke der Feinschmiedekunst der Mochica zu erkennen. Sie bestehen aus Holz, das mit vergoldetem Kupfer ummantelt ist und sind mit Vögeln und Häuptern adliger Persönlichkeiten verziert. Es ist das erste Mal, dass diese Waffen im Grab einer Frau gefunden wurden. Die Mochica beherrschten schon vor 2000 Jahren das Vergolden von Kupfer, was sehr bemerkenswert ist, wenn man bedenkt, dass die Europäer bis zur Erfindung der Elektrolyse im späten 18. Jahrhundert diese Technik nicht kannten. Auch die beiden Schlagkeulen, die das Grabbündel flankierten, wurden restauriert. Sie waren ein Symbol der Macht, der rätselhaften, tätowierten Herrscherin. Insgesamt wurden 15 Halsketten aus Gold, Kupfer und Halbedelsteinen wie Lapislazuli und Türkis geborgen. Zwei ihrer vier Gewänder befanden sich in einem perfekten Zustand. Das eine war mit Schmerlenwelsmotiven bestickt, das andere mit Meereswogen bemalt. In der 18. Schicht des Bündels fand man die Web- und Nähutensilien, die die Herrscherin zu ihren Lebzeiten benutzt hatte. 64 Holzspindeln, 6 Goldnadeln und eine Kupfernadel und 13 Knäuel rohe Baumwolle. Im Fall der Herrin von Kau fanden wir im Grabbündel 4 Kronen und 4 Diademe. Die neuesten Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Krone ihr gehörte, die anderen 3 nicht. Diese 3 Kronen gehörten wahrscheinlich anderen Herrschern, die ihre Machtinsignien stifteten und dem Grabbündel beifügen ließen. Die Grabbeigaben der Herrscherin von Kau sind nun in dem direkt an der Ausgrabungsstätte erbauten Museum zu sehen. Diese Ausstellungsräume zeigen die während der letzten Jahrzehnte im archäologischen Komplex El Brujo gemachten Funde. Auch die Mumie hat hier ihren Platz gefunden. Sie wurde in der Tresorkammer aufgebahrt. Aus Sicherheitsgründen können Besucher sie nur über einen Spiegel betrachten. Die Wandbilder, die die Fassade des Zeremonienhofs in Cau Viejo zierten, sind die gleichen wie die in Huaca de la Luna. Auf jeder Ebene ist ein anderes Motiv dargestellt. Die Todgeweihten, die zur Opferung schreiten, die Liturgen, die sich an den Händen halten, der Spinnengott. Obwohl jedes Tal ein anderes Königreich beherbergte, wiesen alle dieselbe religiöse und politische Organisation auf, dieselbe Architektur und dieselbe Ikonografie. Sie errichteten immer 2 Pyramiden, die den mystischen Dualismus der Moche-Kultur widerspiegelten. Eine Huaca de la Luna, des Mondes für religiöse Angelegenheiten, und eine Huaca del Sol, der Sonne, für militärische Belange. Die Wandbilder in den Zeremonienhöfen stellen die Rituale mit Menschenopfern dar. Wir wissen, dass im antiken Peru unter den Mochica und in anderen Kulturen wie auf der gesamten Welt Menschenopfer gebracht wurden.
Die Frage ist, wie hängt das mit der Politik, der Religion, der Kriegsführung und all den anderen Dingen zusammen, die wir heute erforschen? Es scheint, dass innerhalb dieses Gebiets von mehreren hundert Kilometern und im Zeitraum von mehreren hundert Jahren, in denen die Moche-Kultur existierte, Menschenopfer eine große Rolle spielten. Und sehr wahrscheinlich war diese Herrscherin daran beteiligt. Aber inwieweit? Das wissen wir nicht. Die adligen Krieger, die in den rituellen Kämpfen besiegt worden waren, wurden auf Tragen zum höchsten Punkt der Pyramide gebracht, wo die zeremoniellen Menschenopfer abgehalten wurden. Auf den Bildern der Keramiken sind die Menschenopfer dargestellt. Die Gaia-Frauen sind dabei immer zugegen. In der Moche-Gesellschaft wurden häufig Menschenopfer dargebracht. Konkrete und direkte Hinweise darauf fanden sich an dem Ort, an dem die Herrscherin von Kao gefunden wurde. Es sind Hinweise auf Akte, die in unseren Zeiten schwer zu verstehen sind. Menschen wurden zerhauen, geradezu zermalmt, in Stücke gerissen. Diese Menschenopfer waren vermutlich sehr blutig. Es ist anzunehmen, dass die Herrscherin ihnen beiwohnte. Aber wir müssen auch verstehen, dass Menschenopfer aus der damaligen Perspektive ganz anders erschienen, als wir uns das heute im Allgemeinen vorstellen. Die Priester bestimmten die Art der Hinrichtung. Man enthauptete die Opfer, schnitt ihnen die Kehle durch, strangulierte sie, stürzte sie von einem Felsen herab oder zerschmetterte ihnen den Schädel mit riesigen Schlagkeulen. Die Menschenopfer sind im Zusammenhang mit der menschlichen Fähigkeit zu sehen, den Gottheiten Gaben darzubringen, damit bestimmte Wünsche und Bedürfnisse erfüllt werden. Manchmal wird eine Person geopfert, damit es regnet. Eine andere wird geopfert, damit es zu keinen Zerstörungen, Erdbeben oder anderen Katastrophen kommt. All das, was wir heute wissenschaftlich begründen können, schockiert uns und erscheint uns barbarisch. Aber dem ist nicht so, wenn man überzeugt ist, dass die Gottheiten all diese Dinge, wie ja auch das menschliche Leben, hervorbringen. Die Nichtadligen erklommen die Pyramide gefesselt und von Kriegern bewacht. Dabei konnte es sich um gefangene feindliche Soldaten, Strafgefangene oder von den Priestern ausgewählte Personen handeln. Neben dem Herrscher durften nur die Priester und hochrangige Soldaten den Hinrichtungen beiwohnen. Die Esplanade auf der obersten Etage der Pyramide war ein heiliger Ort, dessen Zugang dem gemeinen Volk untersagt war. Die oberste Gaia-Frau empfing die Opfer am Eingang zum Tempel, in dem die Hinrichtung stattfinden sollte. In für die Gemeinschaft schwierigen Zeiten opferten sich manche freiwillig. Adlige öffneten sich die Halsschlagader und verbluteten. Der Gott Chikupa-Ek, den die Herrscherin von Kao verkörperte, erschien hoch oben auf der Pyramide. Das Volk verharrte unbeweglich und erwartungsvoll im Zeremonienhof. Der hohe Priester trat ehrfurchtsvoll auf die Herrscherin zu und reichte ihr den Kelch mit dem Blut der Geopferten. Das war der Höhepunkt der Todeszeremonie. Der Wille der Götter war erfüllt. Der
Der Fluss des Lebens strömte ins Land zurück.